Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal zu einem neuen Sprint to Glory mit dem BVB. Die Regeln sind bekannt, falls ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Schreibt definitiv jetzt auch schon mal einen neuen Verein für ein neues Sprint to Glory unten rein. Ich bin auch parallel noch dazu, gerade bei einer Sprint to Glory beim FC St. Pauli, haben sich auch viele gewünscht, wird auch noch kommen, dauert alles nur ein bisschen länger. Heute ist Sonntag, bei mir ist jetzt 11:08 Uhr. Ich hoffe, ich krieg's heute auf 19 oder 20 Uhr hochgeladen. Hat heute Morgen ein bisschen Stress, Polizeikontrolle, lauter Scheiße, Leute, ohne Witz. Weniger schlimm, alles in Ordnung. Danke nochmal an euch. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag sind 10 Abonnenten an einem Tag dazugekommen. Ist einfach nur mega krass. Der Support ist heftig. Die Likes einfach nur mega, mega fett, Leute, ohne Witz, Mann. Ihr motiviert mich immer wieder. Angekommen im Hauptmenü seht ihr hier unten rechts unsere Tabelle vom Vorbereitungsturnier. Wir treffen auf PSG als Top-Team, Jeju United, Urawa. Und hier seht ihr unser Team, das aktuell so aufgestellt ist. Da wird sich auf jeden Fall was tun. Ihr seht die Transfers, ihr seht die wichtigen Spiele. Wir starten rein. Auf geht's. Hier das Team in Bestbesetzung. Ich denke, es gibt auf jeden Fall ein paar Positionen, gerade hier im zentralen Mittelfeld, die wir verbessern müssen. Wir haben 50 Millionen Transferbudget. Das werden wir auf jeden Fall danach ausgeben. Auch eventuell für den linken Verteidiger. Ich bin gespannt. Auf geht's in die erste Transferphase. Der erste Transfer also in der Sprint to Glory mit dem BVB ist also jetzt abgeschlossene Sache hier. Angebot annehmen für 10 Millionen kommt Kasper Dolberg von Ajax. Wir brauchen einen Ersatzstürmer. Da ist bisher nur Isak draußen und der ist mir einfach noch zu schwach. Deshalb jetzt Dolberg, der hinter Aubameyang dann wahrscheinlich auf der Bank sitzt und später eventuell Aubameyang beerbt. Wer weiß, Dolberg, erster Transfer. Und ganz kurz bevor es weitergeht, den Vorbereitungscup haben wir tatsächlich gewonnen. Dolberg ist sogar eingewechselt worden, hat sogar getroffen. 3-1 gegen Sevilla, das war das Finale. Preisgeld komplett mitgenommen, ich glaube 12 Millionen, jetzt geht's weiter. Direkt weiter mit einem Neuzugang. Wieder einer, der nicht unbedingt für die erste Elf gedacht ist, aber in die Zukunft gedacht, definitiv. 77er Rating, wie auch Dolberg, nur noch ein Jahr jünger. 8 Millionen und Weidenfeller im Tausch. Wir haben einen neuen Ersatzkeeper mit Alban Lafont von Toulouse. Bei uns ist dann auch der erste Abgang zu vermelden und zwar verlässt uns Sven Bender in Richtung Premier League. Er wechselt zum FC Chelsea für knapp 22 Millionen. Nächster Abgang zu vermelden und zwar verlässt uns Park Ju-ho zum ersten FC Köln. 4,5 Millionen beträgt die Ablösesumme. Und der dritte Abgang ist dann tatsächlich auch schon zu vermelden und zwar verlässt uns Gonzalo Castro wieder auch wie Bender in Richtung Premier League. Diesmal aber nicht Chelsea London, sondern der FC Arsenal London kauft Castro und das für knapp 32 Millionen. Ja, umso besser für uns. Aber so viel ist er, glaube ich, eigentlich nicht wert. Jetzt haben wir aber Geld, um endlich mal einen Spieler für die Top 11 zu kaufen. Ich habe schon einen im Visier. Und nach langem Hin und Her würde sich jetzt für uns ein Neuzugang ergeben. Und zwar handelt es sich hier, wie ihr schon seht, um Toni Kroos. Die Ablöse ist aber ziemlich hoch, bei 90 Millionen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe immer wieder in kleinen Schritten das Ganze irgendwie nach oben gepusht, bis Madrid angenommen hat. Und das war halt wirklich erst bei 90. Und ich will einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Wir haben das Geld. Pogba können wir uns noch nicht holen. Das ist eventuell das Ziel dann für die Winterphase oder für die nächste Transferphase. Und deshalb würde ich sagen, nehmen wir das Ding jetzt einfach an. Wir haben einen deutschen Nationalspieler mit dem besten ZM auf der ganzen Welt neu für unsere Startelf. Abgang Nummer 4. Wieder ein nennenswerter Abgang, wieder zum FC Arsenal. Wieder ein zentraler Mittelfeldspieler. Diesmal aber Shinji Kagawa wechselt jetzt für knapp 29 Millionen auch nach Arsenal und begleitet somit Gonzalo Castro. Wir aber haben ja vorgesorgt und haben eigentlich auch noch einen recht breiten Kader. Das Geld werden wir uns für den Winter aufsparen. Genauso wie das Geld, was wir jetzt für Matthias Ginter bekommen. Der wechselt nämlich für fast 20 Millionen zu Gladbach. Und wir müssen jetzt trotzdem mit dem Geld, was wir jetzt übrig haben, schauen, dass ein bisschen was für den Winter natürlich bleibt, aber auch einen neuen Ersatzinnenverteidiger holen. Ich habe da schon einen im Blick. Einer, der da mega teuer ist, aber trotz allem uns jetzt sofort weiterhelfen kann und für die Zukunft erst recht. Jonathan Tah wechselt für 38 Millionen von Leverkusen zu uns nach Dortmund. Und ist wie gerade schon angesprochen, einer, der uns sofort weiterhelfen kann. Und das war darauf bezogen, dass er vom Rating her jetzt schon einen Punkt mehr als Bartra hat. Und das mit 20 Jahren. Also, über die Innenverteidigung kann ich mich jetzt überhaupt nicht beschweren, wie Danny Chess natürlich auch sagen würde, Leute. 85 hier bei Sokratis und 82 aktuell bei Tah. Der wird sich auf jeden Fall noch verbessern. Piszczek auch einer der besten Rechtsverteidiger. Im Mittelfeld wird sich das auch noch tun. Offensiv ist sowieso krank. Wir gehen in die erste Hinserie. Und dann wären wir auch schon in der ersten Transferphase. Wir schauen kurz zurück. Unser Manager-Level bei 74 sieht ganz in Ordnung aus. Ab auf die Tabelle. Da sind wir auf Platz 2 mit einem Punkt hinter den Münchnern.
und können mit 2 Niederlagen, 11 Siegen und nur 3 Unentschieden eigentlich komplett zufrieden sein, was die Saison angeht. Wir haben die meisten Tore geschossen, heißt, unsere Offensive sieht richtig gut aus. Da können wir auch mal kurz einen Blick auf unser Team werfen. Dembele hat sich verbessert, Götze hat sich verbessert, Weigl, Guerrero und Piszczek leider eins runtergegangen. Also da müssen wir schauen, eventuell können wir da ein bisschen was verbessern oder auch nicht. Tabelle ist, ja, ihr wisst Bescheid, Leute, sieht ganz normal aus hier. Reus mit 10 Toren im DFB-Pokal, da schauen wir auch mal drauf. Da sieht es weniger gut aus, da sind wir auch gar nicht mehr zu finden. Wir haben es also nicht gepackt, irgendwie wahrscheinlich schon in Runde 1 oder Runde 2 weiterzukommen. Weniger schlimm, volle Konzentration jetzt auf die Transferphase und dann danach auf die Bundesliga-Saison. Ab geht's. Und der vorhin noch angesprochene Piszczek, der sich als einziger Spieler verschlechtert hat, ist jetzt auch Richtung England gegangen. Zum FC Everton für uns noch knapp 20 Millionen, das ist richtig gut. Und jetzt holen wir uns hinten rechts jemand Neues. Erster Neuzugang dann für uns in der Wintertransferphase und das ist direkt ein mega krasser und zwar ist es ein Tauschgeschäft. Wir holen Bernd Leno, tauschen dagegen Roman Bürki plus 16 Millionen. Das ist, denke ich, noch ein richtig geiles Angebot, ein richtig geiler Transfer. Zudem nicht allzu teuer für uns. Bernd Leno, 3 Ratingpunkte verbessert und glaubt 2 Jahre jünger. Richtig nice. Wieder ein Abgang und zwar verlässt uns jetzt endlich Erik Durm auch nach Leverkusen, genauso wie Bürki. Und jetzt Tür auf für den neuen Rechtsverteidiger, das soll Hector Bellerin werden, wenn wir das Geld dazu haben. Und tatsächlich konnten wir uns dann auch einigen, 33 Millionen für Hector Bellerin, neuer Rechtsverteidiger, kommt von Arsenal. Soll Piszczek ersetzen, hat noch einen Ratingpunkt weniger, aber ist halt erst 21 und das ist ein richtig krasses Talent. Unser Team, seht ihr hier, ist denke ich schon richtig nice, Dembele ebenfalls schon auf die 83, wie auch Götze. Einfach nur geil. Wir gehen in die Rückrunde und eventuell sogar als Meister dann wieder raus. Wir sehen uns gleich. So, die Saison ist zu Ende und schaut mal auf unser Manager-Level. Das ist nur noch bei der 59. Wir gehen auf die Tabelle. Sind Zweiter geworden. Zwar mit 17 Punkten hinter den Münchnern, aber wir sind Vizemeister und damit kann man doch auf jeden Fall mal leben. Kurzer Blick noch auf unser Team. Dembele mittlerweile die 84, Götze auch. Und Bellerin hat die 82 mittlerweile. Tah hat sich verbessert. Guerrero genauso. Leno auch. Team sieht geil aus, ab in die zweite Saison. Angekommen in der zweiten Saison, unser Team ist natürlich bekannt, geht es weiter mit knapp 60 Millionen Transferbudget für Neuzugänge. Ich bin gespannt, ab geht's in die zweite Transferperiode, also die zweite Sommertransferperiode. Der erste Neuzugang für diese Saison ist gefunden. Sokratis wollte weg, Real wollte ihn. Ich dachte, da verbinde ich das Ganze mit einem Tauschgeschäft. Und wir machen, was das Rating angeht, kein Minus. Verjüngern uns quasi in der Verteidigung 4 Jahre, glaube ich sogar. Zahlen also noch drauf, 25. Ja, Varane im Tausch mit Sokrates plus 25. Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Wir haben einen neuen Innenverteidiger. Und es ist der Transfer Deadline Day und es ist nochmal ein Abgang zu vermelden. André Schürrle zieht zurück nach Leverkusen. 25 Millionen werden auf unser Konto überwiesen. Unser Team sieht aktuell so aus: bis auf 3 Leute, alle mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ein richtig geiles Team, wie ich finde. Und wir haben noch knapp 80 Millionen Euro. Das Ganze werde ich aber jetzt für den Winter aufsparen und dort dann einfach billige Spieler, die eigentlich mega krass teuer sind, bei denen eventuell der Vertrag ausläuft, billig zu holen und unser Team so weiter zu verbessern. Wir sehen uns also in der Wintertransferphase. Aber bevor ich simuliere bis zum Winter, haben wir hier noch unsere Gegner in der Champions League. Zum einen treffen wir auf Zenit, dann auf Young Boys Bern und auf AS Monaco. Jetzt aber wirklich ab geht's in die Wintertransferperiode. So, die Hinrunde ist also zu Ende. Wir gehen mal kurz zurück, schauen auf unser Manager-Level. Das ist auf der 66. Hat vielleicht gar nicht so viel zu bedeuten. Auf der Tabelle sind wir auf Platz 1, 3 Punkte vor den Münchnern. Aber wie sieht es im deutschen Pokal und vor allem auch in der Champions League aus? Im deutschen Pokal sind wir, wer hätte es gedacht, wieder mal in Runde 1 wahrscheinlich ausgeschieden. Auf jeden Fall vorm Achtelfinale, weil da sind wir nicht mehr zu finden. Aber viel wichtiger ist die Champions League. Sind wir weiter vertreten? Ja oder nein? Und jawohl, Leute, wir sind durch. Spiel jetzt als nächstes gegen Manchester City. Und wir blicken mal kurz auf die Tabelle, weil ich glaube, wir sind das erstgenanntes Team. Heißt normal auch dann, wir sind Erster geworden in der Gruppenphase. Ihr habt ja unsere Gegner gesehen, genau hier. Die waren ja jetzt nicht so überragend. Wir haben tatsächlich 16 Punkte geholt mit Abstand auf Platz 1 vor Zenit, 3. Monaco, 4. Young Boys Bern. Wir auf Platz 1, also weiter in der Champions League, jetzt in die Gruppenphase, wir haben einen Haufen Kohle, ab geht's. Okay Leute, es geht mega rund auf dem Transfermarkt. Zum einen haben wir hier eine bestätigte Mail von Manchester United. Sie holen Pierre-Emerick Aubameyang für 110 Millionen.
und der ist eigentlich gar nicht mehr so viel wert. Der hat einen Marktwert von 46 Millionen, mehr als das Doppelte jetzt für ihn. Ich kann euch versprechen, es werden krasse Transfers auf euch zukommen. Neuzugänge wie auch Abgänge. Es wird eine heftige Transferphase, bevor es in die Rückrunde geht. Das könnte eventuell schon die letzte Saison werden. Ab geht's in die Transferphase. Let's go, Mann! Der erste Neuzugang ist auf jeden Fall schon mal fix. 58 Millionen für Isco. Bei dem läuft der Vertrag aus. Deshalb auch die Ablöse unter Marktwert. Und ich denke, da kann man sich auf jeden Fall weniger beschweren. Leute, neues zentrales Mittelfeld. Groß wird auf die 6 gehen. Isco nach rechts, links Götze. Baba Mittelfeld. Und dann hier zum einen. Über 100 Millionen neu aufs Konto. Und der nächste Transfer steht auch schon fest. Rafael Varane zieht nach Atletico zu Madrid. 92 Millionen. Leute, wir brauchen Ersatz im Sturm und auf der Innenverteidigerposition. Dahin gehen wir jetzt auf den Transfermarkt. Wir brauchen neue Spieler. Los geht's. Leute, und dann eine mega, ja, schlechte Nachricht. Varane verletzt sich. Somit zieht Atletico Madrid das Angebot zurück. Und wir müssen, ja, ohne Varane jetzt erstmal die 2 Monate auskommen. Wobei das jetzt eigentlich weniger schlimm ist, ja. Also wir behalten jetzt ja quasi Varane, er fällt jetzt halt die 2 Monate aus, aber danach ist er auf jeden Fall weiter einsatzbereit. Jetzt brauchen wir einen neuen Stürmer und ansonsten sind wir überall definitiv wettbewerbsfähig und auf einem Auge mit allen anderen Top-Teams. Den besten Rechtsverteidiger haben wir, einen richtig geilen Keeper mit einer unter den Top 5 definitiv auch. Linksverteidiger ebenfalls einer der Top 10. Mittelfeld sowieso richtig stark vertreten und offensiv auch. Wir brauchen noch einen neuen Stürmer und dann sind wir gewappnet für die Champions League. Auf geht's. Und dann, Leute, ist es tatsächlich soweit. Wir haben die Qual der Wahl. Wir haben 2 neue Spieler, beide 120 Millionen. Dybala und Griezmann. Richtig geile Stürmer und für mich ist eigentlich klar, wen wir holen. 120 Millionen. Dybala hat das höhere Potenzial. Will zwar 60.000 Gehalt mehr, aber das nehmen wir einfach in Kauf. Wir können es uns gerade so leisten. Wir haben einen neuen Stürmer, verbessern uns im Vergleich zu Aubameyang um 3 Ratingpunkte. Und er ist erst 24, hat jetzt eine 90. Und die Champions League und die Bundesliga kann auf jeden Fall kommen. Yes, Mann! So, und jetzt ein weiterer Abgang ist Julian Weigl. Den zieht es nach Liverpool. Knapp 34 Millionen für uns und zuvor auch Sahin. Wir wollen uns weiter verbessern, deshalb weiter Transfers. Thiago wechselt von München zu uns nach Dortmund. Götze dafür im Gegenzug plus 30 Millionen nach München. Also Götze war bei München, zuvor bei Dortmund, München, Dortmund, München. Wir bekommen Thiago, wir wollen uns natürlich verbessern. Der Markt ist sowas von overhyped, es ist echt zu arg. Götze hätte locker 50 Millionen rausgebracht und jetzt noch 30, also sind es insgesamt fast 80 für Thiago. Aber es ging nicht anders. Geiler Transfer. Wir verbessern uns um 3 Ratingpunkte. Haben immer noch knapp 6 Millionen. Aber ich denke, davon können wir uns nichts mehr großartig holen. Leute, ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Ich habe es voll verpeilt. Wir sind ja in der Champions League weiter. Ich habe jetzt schon im Kalender simuliert. Wir hatten hier das erste Spiel gegen City 2-0 gewonnen. Das Rückspiel sogar 3-2 auch nochmal gewonnen. Und jetzt geht es hier im Viertelfinale gegen Inter. Aber da sind wir jetzt wirklich live dabei. Das erste Spiel zu Hause. Varane ist wieder fit. Unser Team steht, unser Team ist einfach nur mega krass. Und Perisic eröffnet für Inter Mailand. Das sollte nun mal nicht so bleiben. Wir müssen zurückkommen, zumindest das Hinspiel. Und vor allem zu Hause sollten wir mal auf jeden Fall gewinnen. Dembele leitet da den ersten Schritt ein. Vor der Pause macht er das 1-1. Und ich hoffe, wir können das ganze Ding auch noch drehen. Dolberg ersetzt jetzt auch Dembele. Dybala verschießt den Elfmeter. Der macht trotzdem noch eins. Jawohl, mit Ansage, Leute. 73. Dybala mit dem 2-1. Wir drehen das Ding. Und retten das über die 90 Minuten, wir gewinnen, wenn auch knapp, das Hinspiel gegen Inter. Rückspiel gegen Inter Mailand. Die haben das Auswärtstor, heißt ein Treffer für die Italiener und sie sind weiter. Mit einem 1-0 kommen die weiter und Medel macht's, gerade angesprochen. Heißt, wir unter Druck, wir müssen nachziehen, wir brauchen hier einen Treffer, um wieder Richtung Halbfinale blicken zu können. Aber aktuell sieht es einfach nicht danach aus. Gleich sind 60 Minuten rum, die ersten Wechsel. Doch, jetzt passiert gleich ein Tor. Ja, Guerrero 67. der Ausgleich. Inter braucht eins, um weiterzukommen. Und es könnte doch was passieren. Es passiert aber nichts mehr. Wir haben Glück, gewinnen jetzt also insgesamt das Viertelfinale. Das Hinspiel haben wir 2-1 für uns entschieden. Das Rückspiel 1-1 über 90 Minuten. Wir sind im Halbfinale und dorthin geht's jetzt. Halbfinale der Champions League gegen ein ganz besonderes Team und es wird definitiv nicht leicht. Wir spielen zu Hause das erste gegen Manchester United. Die haben mit Pogba den besten Spieler, den es aktuell mit Neymar zusammen gibt. Beide haben die 93. Aubameyang trifft auf uns.
Gegen seinen Ex-Club Dybala haben wir dafür als Ersatz geholt. Dybala trifft zum 1-0, Aubameyang macht aber den Ausgleich. 5 Minuten danach, es ist Pause. Nach der Pause können wir eventuell das 2-1 machen. Das wäre mega nice, wenn wir das Hinspiel gewinnen. Manu aber natürlich auch ein ganz, ganz krasses Team. Verlieren will ich hier eigentlich nicht, aber es passiert auch noch ein Tor. Ja, Reus mit dem 2-1 in der 84. Wir gewinnen das Hinspiel 2-1 gegen Manu. Und jetzt geht's ins Rückspiel und eventuell schon, wenn wir das gewinnen, ins Finale. Jonathan Tah fehlt mit der dritten gelben Karte, glaube ich, was es ja in der Champions League ist. Es geht ins Rückspiel, Pogba direkt mit dem 1-0 und wir unter Druck. Aber genauso lief es auch gegen Inter Mailand, 2-1 das Hinspiel und dann waren wir unter Druck. Selbst wenn Manu noch eins trifft, brauchen wir nur eins, um uns in die Verlängerung zu retten oder mit dem 1-1 wieder weiterzukommen, wie auch damals gegen Inter Mailand. 65. Es passiert auf jeden Fall noch ein Tor. Ja, jetzt erstmal für Manu. Mkhitaryan mit dem 2-0. 10 Minuten vor dem Ende können wir zurückkommen oder scheiden wir aus? Wir scheiden leider aus im Halbfinale, so kurz vor dem Finale gegen Manchester United. Und dann ist die Saison auch schon zu Ende. Wir schauen mal kurz auf die Ligatabelle. Wir müssen uns wieder hinter den Münchnern geschlagen geben, auch in der zweiten Saison. Im DFB-Pokal wisst ihr ja Bescheid, da haben es die Münchner jetzt gemacht. Wir waren vorher natürlich schon wieder raus. Und ohne lang zu schnacken, geht es jetzt mit diesem Team, das ihr hier nochmal kurz seht. Dybala mittlerweile auf der 91 in die dritte Saison. Auf geht's. Leute, ehrlich gesagt, ich bin echt mega dumm. Ich habe es gar nicht gecheckt. Ich habe gar nicht aufgenommen für die neue Saison. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich zuletzt gesagt habe, beziehungsweise was zuletzt aufgenommen worden ist. Ja, kurzes Update, was unser Team angeht. Wir haben vorne drin Lukaku, den haben wir geholt im Tausch für Toni Kroos plus 12 Millionen. Dybala dafür eins nach hinten gezogen. Und wir haben hier noch Boateng geholt. Den haben wir, glaube ich, für 55 Millionen oder sowas bekommen. Und im ja, Rest seht ihr unser Team, das einfach nur mega krass geil aussieht. Ich bin mega gehypt auf die Saison. Die Champions League Gruppe zeige ich euch auch gleich nochmal. Und zuvor unser Manager-Level echt richtig down. Ich konnte nämlich im Vorbereitungsturnier leider kein einziges Spiel spielen. Die wurden alle 0 zu 3 gewertet, weil ich leider zu wenig Spieler hatte, die nicht international unterwegs waren. Und jetzt ist auch ein weiterer Abgang zu vermelden. Marc Bartra verlässt uns, zieht zurück nach Barcelona, nach Spanien. 24 Millionen fürs Konto. Das werden wir aber, glaube ich, für die Winterpause aufheben und da dann schauen, dass wir da nochmal einen richtigen Transfer-Coup landen können. Und es ist doch noch ein Abgang zu vermelden und sogar ein richtig krasser. Und zwar zieht Rafael Guerrero ebenfalls wie Bartra zum FC Barcelona. Für uns heißt es 54 Millionen aufs Konto und jetzt Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Und als Ersatz kommt hinten links ja wohl nur einer in Frage. David Alaba wechselt jetzt von Bayern nach Dortmund 90 Millionen und wir haben den weiteren 89er in unserem Team. Richtig, richtig geil. Und dann sieht unser Team aktuell so aus. Es ist mega, mega krass. Wir haben, glaube ich, mit eines der geilsten Teams, die ich jemals in dem Karrieremodus gehabt habe. Wir haben Alaba mit 89, Thiago Boateng, wir haben Isco, Dybala sogar 91. Leute, ich check hier gar nicht, wo meine Pfeile hingehen. Lukaku auch noch, Leno 88 und der schlechteste ist Bellerin mit 85 und er ist trotzdem der beste Rechtsverteidiger im Game. Richtig nice. Wir gehen jetzt in die Hinrunde und sehen uns gleich im Winter. So Leute, wir sind im Winter angekommen, gehen kurz zurück, schauen auf unser Manager-Level, das ist wieder einigermaßen, oh mein Gott, einigermaßen auf Trab und wir sind auf 1, 16 Punkte vor den Münchnern. Und das sollten wir uns normalerweise nicht mehr nehmen lassen in dieser Saison. Noch ohne jegliche Niederlage. Aber auch mit 15 Siegen aus 16 Spielen. Oh mein Gott. Unter 10 Gegentore im DFB-Pokal sind wir sogar auch noch vertreten. Wer hätte es gedacht? Jetzt aber viel wichtiger, wie schaut es in der Champions League aus? Das sind wir. Ich habe schon weitergedrückt. Ganz oben wieder als erstgenanntes Team müssen gegen den FC Arsenal. Heißt, wir haben es auf jeden Fall auf Platz 1 in der Gruppenphase geschafft. Aber wer war noch bei uns drin? Das habe ich euch gar nicht gezeigt, gell? Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke. Ich glaube, ich habe es euch nicht gezeigt. Es war AS Rom, Lyon und Kopenhagen. Ja, 3 Punkte vor Rom. Habe ich AS Rom gesagt? Ja, gell? Okay, wir sind Erster, wir sind weiter, wir sind in der Transferphase. Weiter geht's. Leute, Top-Transfer. Thiago wechselt tatsächlich für 130 Millionen. Und das ist bisher in dieser Sprint to Glory der Top-Transfer überhaupt nach Madrid. Und wir brauchen einen neuen zentralen Mittelfeldspieler.
weil das Geld jetzt drauf ist. Über 120 Millionen überwiesen von Madrid. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach einem neuen ZM. Und dann gibt es einen weiteren Abgang, und zwar verlässt uns unser Ersatzgeber Alban Lafont, der wechselt zum FC Everton. Er wollte weg, Everton hat nicht mehr geboten und wir brauchen das Geld, deshalb ist er jetzt auch weg. Jetzt oben links, ein weiterer Spieler ist verkauft und ist jetzt rechts unten jetzt auch schon auf Platz 2, was die Top-Transfers angeht. Jonathan Tah wollte ebenfalls weg, wechselt für 50 Millionen ebenfalls nach England zu Tottenham. Und jetzt ist der Weg frei für den einzig wahren Top-Ersatzspieler im Mittelfeld. Hier haben wir ihn. Paul Pogba, der soll im Zentrum kommen. Mit einer 94 wäre das nur überkrass. Ich biete einfach mal 160. Mittlerweile das dritte Angebot. Ich hoffe nicht, dass die Verhandlungen abgebrochen werden. Ja, schauen wir einfach mal. Und normalerweise sollte er jetzt über die Bühne gehen. Und genau so ist es. 180 Millionen für Paul Pogba, fürs zentrale Mittelfeld, Leute. Es ist unfassbar. Ein überkrasser Spieler kommt neu in unser Team und jetzt schauen wir mal kurz darauf. So sieht aktuell unser Team aus, hier mit Pogba, Dybala schon die 92, Lukaku 90, Alaba schon die 90 und es ist einfach nur ein mega geiles Team. Ich habe hier noch ein paar freie Spieler geholt, weil wir einfach unseren Kader ein bisschen breiter aufstellen müssen. Und dann geht es jetzt mit dem Team in die Champions League. Achtelfinale, diesmal versprochen, sind wir live dabei bei jedem Spiel. Ich vergesse keins. Wir müssen gegen den Premier Leagueist, es kommt Arsenal. Wir müssen nach London, sind erster zu Gast und hoffen natürlich, dass wir ein Auswärtstor machen können. Özil macht hier aber früh das 1-0, Lukaku dann das 1-1, Boateng muss verletzungsbedingt raus. Endstand 2-1 und das Auswärts, Dembele und Lukaku schießen uns hier eigentlich schon richtig, ja, wie soll ich sagen, eigentlich sind wir schon im Viertelfinale. So, Rückspiel, Boateng fehlt, wir sind das Risiko eingegangen, haben Tah verkauft. Genauso auch wie alle anderen Spieler, die für die Innenverteidigerposition in Frage gekommen wären. Und jetzt muss Merino da hinten rein. Wir wollten Pogba, den haben wir bekommen. Dybala mit dem 1-0. Pogba trifft auch noch. Insgesamt wieder ein 2-1. Wir schlagen Arsenal, sind jetzt im Viertelfinale. Weiter fällt Boateng aus. Der fehlt wahrscheinlich die ganze kommende Saison. 3 Monate Verletzungspause. Jetzt gegen Tottenham. Wieder ein Team aus der Premier League. Wir zu Hause am besten ohne Gegentor mit vielen Toren für uns. Pogba 1-0. Und dann, oh mein Gott, dreht Tottenham das Ding, Ali Doppelpack und wir schon so gut wie raus. Rückspiel gegen Tottenham nach dem missglückten Hinspiel macht Reus das 1-0 und Stand jetzt sind wir trotzdem nicht weiter. Aber es ist ein wichtiger Schritt, den wir gehen müssen. Wenn Tottenham einmal trifft, brauchen wir noch eins. Also wir brauchen so oder so noch eins. Also von daher ist es eigentlich relativ egal. Wir brauchen ein zweites Tor und da ist es. Pogba macht es tatsächlich. Und jetzt bitte kein... Doch, es passiert noch ein Gegentor. Scheiße. Okay, es wird... Oh mein Gott! Dembele! Ja! 3-1 der Endstand! Wir machen das 2-1 aus im Hinspiel. Für Tottenham wieder weg. Gewinnt 3-1 bei den Spurs und sind somit im Halbfinale der Champions League. Und dann im Halbfinale das deutsche Duell. Wir gegen Bayern. Und ich kann von Glück sprechen, dass Boateng wieder zurück ist. Unser Top-Team ist bereit. Reus hat nur noch die 87, wollte ich zwischendrin auch mal noch sagen. Aber dafür Lukaku auf die 91. Das Münchner Team seht ihr links. Und Suso wollte ich gerade noch als Neuzugang ansprechen. Genauso wie Son. Und der macht dann auch das 1-0. Rafinha sieht gelb-rot. Ich hoffe, dass wir wenigstens einen Auswärtstreffer machen. Wenn es dann im Endeffekt nicht für einen Punkt, also für ein Unentschieden reicht, ist auch nicht so wild. Aber ein Auswärtstreffer ist eigentlich immer recht gut. Aber es passiert Stand jetzt nichts mehr. 5 Minuten vor dem Ende, nee. Bayern gewinnt das Hinspiel mit 1-0 und es ist richtig schwer fürs Rückspiel. Es heißt also jetzt fürs zweite Match Wiedergutmachung. Ein Tor und wir sind im Halbfinale Rückspiel wieder gleichgestellt mit dem Hinspielergebnis. Sorry Leute. De Bruyne unter anderem auch ein neuer und wer der Kumm da hinten ist, weiß ich auch nicht. Dybala mit dem 1-0. Okay, top. Das erste Ding ist gemacht. Wenn aber Bayern trifft, brauchen wir 2 weitere. Dybala 2-0. Stand jetzt sind wir weiter und es passiert direkt noch eins. Ich kann es euch versprechen, vor der 70. Jawohl, Mann. Pogba 3-0. Wir zerlegen München hier gerade. Und das ist einfach nur geil. Es passiert noch ein Tor. Ja, ich schwöre, es passiert noch eins. Alles klar, ich dachte, es passiert noch ein Wechsel, dann wäre noch ein Tor passiert. Leute, ich kann wieder kaum labern. Wir gewinnen gegen München das Rückspiel mit 3-0. Dybala, Dybala, Poggi, wir stehen im Finale. Und wie ihr hier seht, geht's im Champions-League-Finale gegen Paris. Zuvor aber im deutschen Pokalfinale gegen Hamburg. Das simulieren wir jetzt auf jeden Fall auch noch gemeinsam. Und vorher zeige ich euch dann auch noch,
wie wir in der Bundesliga abgeschnitten haben. Da sieht's endlich mal richtig gut aus. Zwei Niederlagen mussten wir leider einstecken, aber damit kann man auf jeden Fall leben. 21 Gegentreffer, 10 Punkte vor den Münchnern und der HSV auf 3. Also so schlecht sind sie wahrscheinlich gar nicht. Wir sind deutscher Meister, haben das DFB-Pokalfinale vor der Brust und das Champions League-Finale. Ins DFB-Pokalfinale gehen wir jetzt. Ich sehe gerade, Varane fehlt in diesem Finale. Egal wie es ausgeht, es wäre natürlich geil, wenn wir, alles klar, ein Double oder ein Triple holen könnten. Dybala macht das 1-0, Müller das 1-1, Santos fliegt dann mit Glattrot beim HSV. Heißt bei FIFA oftmals aber gar nichts. Wir müssen hier trotzdem noch einen Treffer machen, um das Ding hier sicher über die Bühne zu schaukeln. Weil der HSV kann auch in Unterzahl treffen, also so ist es nicht. Die könnten das Spiel hier definitiv auch drehen. 15 Minuten gleich vor dem Ende. Pulisic assist Isco und es passiert noch ein Tor in der regulären. Ah ne, gelbe Karte, okay, dann passiert keins mehr. Aber ansonsten wäre noch eins passiert, wenn die gelbe nicht gekommen wäre. 105. die zweite Verlängerungshalbzeit. Dybala per Elfmeter in der 113. Wir gewinnen den DFB-Pokal, haben Stand jetzt das Double und gehen jetzt direkt ins Champions-League-Finale. Beide Teams sind bereit. Gespielt wird im Old Trafford, Paris, Frankreich gegen Dortmund, Deutschland. Wir haben es geschafft in der dritten Saison. In der dritten, jetzt ins Champions League Finale zu kommen. Hier ist der Cup, den beide Teams wollen. Und jetzt schauen wir uns, unser Team ist bekannt, wir schauen uns das Team von Paris an. Hier das Team von Paris und das sieht überraschenderweise gar nicht so stark verändert aus. Mir fällt jetzt auf den ersten Blick nur Lewandowski auf. Und das ist auch so. Sonst ist das Team eigentlich alt geblieben oder so geblieben wie immer. Okay, eventuell stark verbessert. Lewandowski vorne drin natürlich auch, ein richtig krasser Spieler. Unser Team ist bekannt, hier sehen wir Verratti, wir steigen ins Champions League Finale ein. Let's go! Paris startet von links nach rechts in den roten Trikots, wir natürlich in traditionell gelb und schwarz, Leute. Ich bin sowas von gehypt, jetzt das erste Mal mit dem Team zu spielen. Wir haben das Double bisher schon fest und können tatsächlich jetzt dann auch noch das Triple einfahren. Let's go! So, eventuell mal die erste Torannäherung jetzt von uns. Lukaku im Zusammenspiel mit Dembélé und er probiert's mal! Fehlt nicht viel, erste Annäherung. So, Lukaku, Kopf hoch für Dybala, der kann es aus der Distanz, aber kein Problem für Areola. Und dann der Fehler von Areola und dann Lukaku! 1-0! Leute, ich habe es gar nicht gecheckt, 14. Spielminute, Romelu Lukaku macht die Führung und das ganz frech per Lupfer. Hier der Abwurf zu, ich glaube, es ist Marquinhos, der verliert dann den Ball und dann bleiben wir eiskalt. Schalten schnell um. Lukaku lupft über Areola, der schon zu früh auf den Boden geht und wir sind mit 1-0 in Führung. Oh mein Gott, der Pass von Lukaku war ja mal überkrass. Und eventuell wird das dann ja auch noch direkt zu einem Tor. Lukaku! Latte! Nein, Dybala rüber! Ah! Riesenchance, Dybala! Ja! 2-0! 18. Spielminute, Leute, 2-0, Paulo Dybala nach einem richtig geilen Konter. Vorher der Pass von Lukaku war auch krass, hier an die Latte, dann der Kopfball, hier dann der Keeper, dann wieder per Kopf, dann Dybala per Direktabnahme ohne Chance, 2-0. Und es sei gesagt, Leute, wir spielen wirklich auf Legende, wer mir es nicht glaubt, dem kann ich leider auch nicht helfen, aber 2-0, wir sind auf dem Weg zum Champions-League-Titel. Und Paris wird komplett neben der Rolle. Was ist denn das? Isco, 3-0, 22. Was? Oh mein Gott. Und Leute, wer es mir nicht glaubt, ich habe es ja auf Video hier, dass ich auf Legende gedrückt habe. Was ein Traumpass, aber auch von, ich glaube es war Pogba. Isco macht das 3-0 und schon nach 22 Minuten ist er eigentlich sicher, wer das Triple holt. Es ist Halbzeit, Leute. Der Schiedsrichter pfeift zur Pause. Und von Paris kommt wirklich gar nichts. 10-0 Schüsse. Wir sind hier das sowas von dominantere Team. Müssen aber leider wechseln, weil Reus einfach komplett platt ist. Dafür wird wahrscheinlich Pulisic ins Match kommen. Ja, und dann, es ist einfach kurz davor. Wir sind kurz vorm Champions League-Trio. Doppelwechsel, es kommt Pulisic und es kommt Paslak. Isco geht raus, genauso auch wie Reus. Alaba zieht dann ins zentrale Mittelfeld. Dafür halt dann die Außenverteidigerposition jetzt. Von Paslak besetzt. Bellerin, Balleroberung hinten rechts. Und dann zieht er plötzlich an. Und dann sieht er die Lücke für Dybala. Oh mein Gott, Dybala, nein. Er verfehlt das Ziel ganz knapp. Es kann schnell gehen und es geht schnell. Ein Pass, Dybala.
in die Lücke für Lukaku. Unten ist Poggi dabei. Poggi! Oh Gott, ich wollte schon sagen, der ist vorbei. Ah nee, Dembele. Was für Poggi. 4-0. Lukaku legt runter auf Dembele. Und der macht das Ding souverän rein. Paris ist jetzt am Boden. Und ich lege mich jetzt fest, Leute. Wir gewinnen hier das Triple, wir gewinnen die Champions League. Dybala, der kann es aus der Distanz. Nochmal der Versuch! 78. Oh mein Gott! Was ein Traumtor von Dybala! Leute, das ist zu krass. Schaut euch das Teil hier nochmal in der Wiederholung an. Hier der erste Versuch wird geblockt. Dann kommt er über Umwege irgendwie wieder zurück. Einmal hochgenommen, einmal abgezogen, einmal rein. Per Pfosten ins Netz. Keine Chance für Areola. Dybala trifft. Und das heute schon zum zweiten Mal. Wir sind mit 15-0 in Führung. Die Platz jetzt für Paris. Wir sind im 16er. Und da ist das 5-1. Der Anschlusstreffer von Kurzawa könnte das sein. Aber das ändert hier trotzdem nichts daran, dass wir das Ding gewinnen werden. Die Platz unten für Dembélé. Der Platz zum Kontern ist natürlich immer noch da, der geht ja nicht weg. Dann nochmal auf Pulisic und der macht dann den Schlusspunkt. 90 plus 3, Pulisic in der Nachspielzeit, also mit dem 6-1. Der K.O. natürlich schon längst vollzogen und jetzt auch noch mit dem 6. Tor. Das halbe Dutzend ist voll. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Wir gewinnen die Champions League mit Dortmund. Nach 3 Saisons haben das bisher krasseste Team, was ich jemals in einem Karrieremodus gehabt habe, zusammen mit Dembele, mit Pogba, mit Lukaku, mit Dybala, mit Alaba, mit Boateng, mit Varane. Einfach nur mega, mega krass. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne, gerne eine Bewertung da. Ich würde mich übel freuen. Schreibt mir einen Kommentar, wie ihr das Video fandet und welches Team ihr als nächstes gern sehen wollt. Und dann würde ich sagen, seht ihr hier das Team. Wir haben die Champions League. Danke fürs Zusehen. Ich bin raus. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Haut rein und ciao.